Zack, bumm, da sind wir wieder mit einem neuen Teil des Retro. The Legend of Zelda, A Link to the Past. Rotti wieder an dem Controller. Juhu, jetzt geht's wieder schneller. Sei einfach still. Ich genieße und trinke Cola und kommentiere das, was ihr zusammenspielt. Ja. Oh, fast Loch. Loch ist Loch, sag ich immer. Mhm. Ja, das ist... Ich kommentiere und trinke Cola. Oh Mann, Alter. Oh, was war das? Die Folge fängt an und dann direkt so ein Kommentar. Loch bleibt Loch. Ja, ist doch so. Ja. Stopfloch. Erdloch. Ja, was? Wieso lachst denn du jetzt so? Ja. So dreckig. Du Typus. Typus. Oh, jetzt. Jetzt kommt die Leg-Bean-Attacke. Ja. Das waren 5 Frames zu viel auf dem Bildschirm. Da kann man schon mal in die Knie gehen. Die Bienen des Todes. Die Frame-Rate-Brecher. Bienen. Heute ohne Elektropimmel. FRBB. Frame-Rate-Brecher-Bienen. Nicht voll Quatsch. Der Bienen-Jack. Oh, die Stinkmorchel. Oder auch Mushroom. Ja, aber weißt du noch, die Stinkmorchel? Bei, die Stinkmorchel? Bei dir zu Hause? Nein, nicht meine Füße, sondern... Die stinken aber auch ganz schön. Das möchte ich an dieser Stelle mal sagen. Das ist die Pizza. Ich meine, die Stinkmorchel aus dem anderen, hier, Link's Awakening. Ja. Ich bin schön asynchron gerade mit dem Ton, den ich nicht höre. Macht nichts. So, und jetzt kommt erstmal wieder stundenlanges Gequatsche von Sahar Rassler oder wie er heißt. Hassler. Vom Hassler. Ja, ey, weißt du, es ist Lanz. Mir fällt schon wieder was ein. Echt? Wie ich sagen könnte dazu, ja. Ja, es ist auch jetzt gemein. Der Zuschauer möchte es doch jetzt nur hören. Rassistische Sprüche, meine. Schrecklich. Kannst du alles nicht loswerden. Ja, dabei meine ich es ja gar nicht so. Ich auch nicht. Das hat sich jetzt ironisch angehört, das wollte ich nicht. Bei dir glaubt man dir, dass du voll der Rassist bist. Ja, natürlich. Mit deiner Glatze hier. Ja. Ich war extra noch in dieser Bowlingkugel-Poliermaschine, bevor ich heute vorbeigekommen bin, damit ich so richtig schön glänzt. Ja, richtig. Ah, sehr schön. Hat aber nicht viel geholfen. Das ist ein Arsch. Wer ist das eigentlich? Das ist Freddy Futuristisch. Freddy Random. Freddy Random. Das ist Random Raubguy. Also der kommt nicht irgendwie bei eine wichtige Rolle. Nein. Doch, er klaut dir deine Sachen. Ah. Oh, hätte ich jetzt auch schon wieder einen Spruch auf den Lippen, aber... Das geht auch schon wieder nicht. Das ist nicht gut, was wir hier tun. Ja. Also nicht, dass ich jetzt irgendeine Nation mit dem Clown assoziieren würde. Nee. So was tue ich natürlich nicht. Du meinst östlich von Deutschland? Ja, also östlich ist ja alles von Deutschland aus gesehen. So. Außer Frankreich. Wenn du ganz lange in Osten gehst, kommt irgendwann Frankreich. Ja, wieso? Wenn du jetzt dich auf den Weg machst und in Osten gehst, irgendwann kommst du, dann... Ach, da war ich schon. Das war meine Hand, die meine Stirn trifft übrigens. Dieses Klatschen. Da war ich schon. Wann war ich hier denn? In Teil 2. Echt? Ja. Oh. Na, macht nichts. Ich wollte nur mal gucken, ob ich auch wirklich alles mitgenommen habe. Ja. Gucken, ob du aufpasst. Willst du nochmal versuchen, gegen den Grabstein zu rennen? Nee, das gebe ich jetzt auf. Ich überlege gerade, wie viel Rupees man brauchte für die Schwimmflossen. 450. 450? Are you sure? Ja. Wie sure? Bin sehr sure. Entschuldigung? Ich finde sie mal aus wie Paparazzi so. Wir versuchen, das perfekte Foto zu schießen. Paparazzi mit dem Bogen. Deswegen ist Lady Di gestorben. Ja, richtig. Die haben mit dem Bogen in die Reifen geschossen. Oh. Jetzt wissen wir's. Hm. Ja. Genau, so ist das, ja. Liebe Kinder. Die meisten, die gerade zugucken, kennen Lady Di bestimmt gar nicht mehr. Und die hieß jetzt nicht so, weil sie gestorben ist, sondern das war die Kurzform von Diana. Ja, das war ein Elektro-Himmel. Du musst auch lachen, ansonsten ist es nicht lustig. Das ist die erste Regel. Wenn einer hier einen Witz macht, muss man lachen. Egal, du lachst auch nicht über meine. Ja, das liegt immer anders dran. Ja, das ist auch scheiße. Wieso ist das scheiße? Jetzt mach mich nicht so an, ich kann auch nach Hause fahren. Wenn ich eins hätte. Gibt's ja nicht. Hast du gesehen, wie graziös ist? Ja, hab ich gesehen, wie schön du abgetaucht bist. Ja, es ist abtauchen. Ich hab nicht genug Geld. Also das hilft ja alles nicht hier. Machst du jetzt die Floßfahrt? Wieso die Floßfahrt? Gibt's immer witzig. Gibt's die hier überhaupt? Nein, gibt es nicht. Du bist im völlig falschen Film gerade. Ich kenne das Spiel halt nicht. Ja, das ist schon schlimm genug. Gib mir Geld. Bomben. Ich glaube, es gibt ja so einen Random-Counter, der wirklich einem immer das gibt, was man nicht braucht. Das Spiel weiß, ich brauche Geld. Und darum
Ich weiß, was ich mache. Hey, wenn ich in diesen Grashalm rumfuchtel, erscheinen auf einmal Rupees. Ja, was glaubst du, warum? Kennst du die Legende von Links Ablenkung? Ja, natürlich. Das ist super. So, hey, Zelda wird gerade von Gendorf vergewaltigt. Ja, aber ich muss alle Hühner sammeln. Das ist super. Genau das hat für mich Zelda einfach versaut. Echt? Diese scheiß Sidequests, die eigentlich voll nerven. Okay, sagt der WoW-Spieler zu mir. Ich hasse Questen. Ich spiele es ja auch eigentlich gar nicht mehr. Ich bin einmal in der Woche online, ich habe meinen Raid-Platz dran gegeben, raide nicht mehr und gehe zu zweit Retro-Instanzen, weil ich Langeweile habe. Ich habe überhaupt keinen Bock auf gar nichts. Aber ich würde mir überlegen, ob ich für einmal die Woche WoW bezahlen würde. Ja, ich treffe halt noch ein paar Freunde und ich spiele halt schon öfter als einmal die Woche, aber... Ja, siehst du, das sind jetzt wieder die Eingrenzungen, das aus dem Leben eines Drogenopfers. Nein, ja, nein, ich rauche gar nicht mehr. Gut, du rauchst einmal die Woche. Aber du rauchst einen Tag, an einem Tag eine Schachtel. Das stimmt überhaupt nicht. Stimmt, waren zwei. Auf jeden Bitte? Fall... Bitte? Ja, Alter. So viel rauche ich auch nicht im Moment. Sonst könntest du mich mal endlich zum Essen einladen. Wann habe ich heute geraucht, als ich hier war? Richtig, gar nicht. Ja. So, nur so am Rande. Ja, weil hier auch Rauchverbot ist. Ja, das ist mir, ich kann vor die Tür gehen, wenn ich will. Gut, die Baustelle. Die Baustelle. Ja, vielleicht suchen die nach Rubin. Hahaha, Übergang. Ach, hier ist gar nicht der, den ich suche. Fängst du jetzt an wie bei unserer Weihnachtssendung mit Übergang. Übergang, Achtung. Übergang. I love you. Möhreneintopf. Ja, das hat jetzt keiner verstanden, das ist auch gut so. Aber ich habe übrigens gesehen, dass du, alte Schweinebacke, das Ding wirklich in meinem Seminarordner gespeichert hast. Ja, natürlich. Ich habe es auch bei mir im Ordner. Zusätzlich, dass es auch ja nicht verschollen geht. Ich habe es auch auf Stick und ich habe es hier auch auf dem Rechner. Also ich gucke einfach vor kurzem so in meinen Seminarordner und denke mir so, was ist das da? Robin hat Spaß. So eine Arrangement-Datei bei uns im Radio und denke mir so, Robin hat Spaß. Das ist eine ganz böse Aufnahme von mir, auf die wir jetzt nicht genauer eingehen. Guck mal, das ist total ein netter Onkel hier. Dann hat er gesagt, komm, 300. Der guckt auch so absolut freundlich, ne? Ja, das ist so... Ich finde, er sieht aus wie Donkey Kong. Oder? Hast du nicht was? Der hat guckt so ein Donkey Kong affig. Aus dem Pott. Guck mal so mit Fokuhila. Ja. Ja, was denn? Ich bin am Sammeln hier. Das ist ein Emo-Scheitel, Alter. Emo-Scheitel? Guck mal, geh nochmal zurück. Der hat so Haare wie mein alter Lateinlehrer. So von links nach rechts gekämmt. Einmal beim Kopf. Also mein Lateinlehrer sah auch so aus, lustigerweise. Vielleicht haben wir so Latein. Ich glaube, wenn man Latein studiert auf Lehramt, gibt es so einen Dresscode. Fallen einem die Haare aus. Nee, es gibt so einen Dresscode, sonst darf man nicht Lehramt machen. Ach so. Die sagen dann halt so, okay, du musst jetzt die und die Frisur haben. Und du darfst auch nicht mehr Kleidung kaufen, ab jetzt. Du brauchst auch so eine alte Lederschultasche. Nur noch Altkleidersammlung darfst du jetzt kaufen. Und du darfst auch nur noch hochgestochen reden, als wenn ein Stock in deinem Hintern kleben würde. Und das liegt aber daran, dass ich studiert habe, das mache ich auch. Ja, es ist aber bei dir, nehme ich es ja nicht ernst. Wenn du so redest, dann denke ich mir so, ach guck mal. Das liegt an Philo. Ja, das ist, ich merke das aber immer bei Deutsch raus, bei mir auch, also bei Germanistik. So, manchmal hat man dann so, was ganz schlimm ist, wenn ich irgendwie jetzt gerade so ein Protokoll oder so geschrieben habe als Hausaufgabe. Ja, Pfeile. Ja, und? Nimmst du alles mit, was auf dem Boden liegt? Ist das deine Mentalität? Vielleicht gehören die ja irgendwem. Was? Da, kennst du den Fritzchenwitz mit der Mama? Nein. Wo er draußen rumläuft und irgendwie Geld findet. Und die Mama sagt, nein, man hebt nichts vom Boden auf. Ach, wo sie umfällt. Ja, natürlich. Der Witz ist ungefähr so alt wie deine und meine Mutter zusammen. Ich kenn den doch, ja. Doch. Ja, wie? Was ist... Kennst du den Vornamen vom Reh? Kartoffelkühl. Ja, richtig. Oh, also auch heute wieder bei Flachwitze. Zwei Idioten und ein Mikrofon. Ja. Folge 471. Wie heißt eigentlich Resré mit Vornamen? Ich darf leider kaum nichts erzählen gerade. Ja. Weil ich weiß, dass wir bald wieder lachen werden. Mir lag auch gerade einer auf der Zunge, aber ich habe mir gedacht, besser nicht. Ih, sowas liegt hier auf der Zunge. Nein. Ah, es ist schon. Schade, dass der wir. Der ultimative Trick. Schade, dass wir in einem Land leben, in dem man sowas nicht darf, ohne ausgegrenzt zu werden. Ich würde es allgemein nicht machen. I want the Flippers. Yeah, geben wir jetzt Flippers 500 übrigens. Ja. Du Spast. Komm, ich sag besser. Wow. Ah, 500 ist schon teuer, ne? Lächelt voll, das Monster. Es ist ein König Zora gewesen.
Das sieht immer anders aus, ne? Der, dem du später die Tochter aus Jabu Jabus Pauch retten musst in Ocarina of Time. Was ich übrigens auch das coolste Dungeon im Zelda-Spiel finde, wenn du einfach mal in den Fisch rein musst. Ja. Und die Schalter, um die Türen aufzumachen, einfach immer der Gaumen ist. Wie viele Gaumen dieser Wal hatte. So, am Eingang habe ich noch verstanden. Wie viel Mägen hat eine Kuh? Och, frag mich doch nicht, ey. 1540? Was? Sieben. Sieben? Acht. Sieben oder acht Mägen? Den kenne ich auch, den Eingang. Ja, weißt du auch, was man alles reinwerfen darf? Bomben, Pfeile. Bomben brauchst du gar nicht. Bumerang und Schild ist das Wichtigste. Du kannst auch noch eine Flasche reinwerfen, dann kriegst du grünes Zeug. Aha. Bumerang ist ja cool, weil dann hast du den Zauberbumerang, der geht weiter. Und ist schneller, ne? Ist schneller, genau. Wobei schneller jetzt gar nicht so auffällt, ist es halt mehr dieses weiter halt. Also der hat halt wirklich eine viel, sehr viel bessere Range. Schild merkst du halt wirklich raus, weil da hast du das Feuerschild dann. Das hilft dir halt schon echt weiter bis später zum Spiegelschild und ansonsten, ja. Weißt du, was ist der pädagogische Inhalt, den ich daraus lerne gerade? Ich werf Sachen in irgendeinen Brunnen und krieg was Geiles raus. Wenn ich das heutzutage machen will, wär's Umweltverschmutzung. Da kriegt man ja auch nichts Schönes bei raus. Kommt drauf an, vielleicht wohnt jemand in dem Brunnen, wo ich etwas reinwerfe. Also in dem Brunnen, wo ich bisher so vorbeigekommen bin, nee. Ey, was ist hier los? Ja? Cliff Jumping. Macht immerhin keinen Schaden. Gibt Leute, die bezahlen Geld dafür, sowas zu machen, und ich mach's hier umsonst die ganze Zeit. Du rennst stattdessen in den Elektropimmel. Das Schöne ist, du darfst jetzt gleich, wir spielen jetzt nämlich genau noch bis zum Eingang des Schlosses und dann... Oh nein, das ist der Turm! Ja, natürlich! Oh nein, das ist der Hurensohn-Turm! Na, oh kannst nee, du bitte aufhören? Da hab ich 30 Parts gebraucht, Mann! 30 Parts! 30! Das ist jetzt aber der, das nächste, was kommt. Oh nee, machen wir heute längere Folge. So. Das heißt, ich darf jetzt den Turm spielen, ja? Dann sind wir gleich schon in der Schattenwelt, was los? Ja, aber dann... Nee, das ist mein geistiger Offenbarungseid. Wenn ich das Ding spiele. Nee, das ist vorbei. Das willst du nicht sehen. Ja, dann machen wir das halt hier. Wupp. So. Das will keiner sehen. Entschuldigung, ich muss da durch. Also, warte mal, ja? Ich hab eine Idee. Ich setz mal hier ein Safe State. Und warte, dann mach mal den Tempel und wenn wir es geschafft haben, speichern wir und dann mache ich den Tempel kurz nochmal. Und dann zeige ich dir, warum du den gemacht hast. Okay. Ah, der ist doch gar nicht so schwer. Also jetzt mal wirklich. Also du wirst sehen, dass ich da. Du, ich halte mich da raus. Mich würde mal interessieren, wo du dann irgendwann das Problem dabei hattest. Hier erstmal ohne Schaden durchzukommen. Echt? Ja. Das ist dein Problem? Das war. Wenn es immer dieselben Pattern sind, wie sie ausholen? Oder war Mathe nie so deins? Nee, ich hatte Mathe nicht mal im Abi. Ich schon. Nee, ich auch nicht. Ich hatte Bio stattdessen. Nein, ich hatte Mathe gar nicht im Abi. Nicht mal die Note. Du hattest... Oh, wow, wie hast du das denn geschafft? Abi 2005. Okay, alles ist alles klar. Das war gut. Ja, sah edel aus. Wie filigran er einfach mal die Tür aufschließt. Im Laufen. Wie ich das zu Hause auch mal mache, wenn ich nach Hause komme. Ich renne an die Tür, stecke Mama, Schlüssel bin zu Hause. Ja, ist doch so. Vor allem, die droppen alle nichts. Ja, ich muss aber gerade auch gestehen, ich habe den Weg gerade nicht mehr ganz intus hier. Aber das kriegen wir hin, das ist gar kein Problem. Mach doch sonst einfach kurz Licht an. Nee, das ist uncool. Weil hier ist doch schon die Truhe, die wir brauchen. Und ich glaube, das Schloss ist irgendwo hier unten rechts. Also hier lang und dann... Da so durch, kurz nochmal von der Fledermaus erwischt werden, ihn kaputt treten. Nimm das Herz besser mit. Ja, so zur Sicherheit, ne? So, hier ist das. Süße, also geklappt. Man kann ja auch nicht jeden Raum Intus haben, ne? Ich studiere auch nebenbei. Ja, Entschuldigung, ich muss hier hoch. Das geht so nicht hier. Aber wenn man sich immer schön am außen an den Räumen orientiert, dann ist das eigentlich gar kein Problem. Hier bist du bestimmt auch oft gescheitert, ne? Nee, gar nicht. Hab die meinen Abgrund geboxt. Ja, geil. Weißt du, ich sag hier, nö, bist du auch gescheitert, ne? Und was mach ich, Töffel, ey? Ich box da runter. Tschüss. So, weg da. Entschuldigung.
kannst mich. Ach so, wieso triffst du mich denn jetzt hier? So, war der falsche Bogenschütze leider. Macht ja nichts, ne? Auch ein toller Raum. Ich freue mich immer wieder, wenn ich hier bin. Nicht. Au, du hast mich. Du hast mich geschlagen. Was soll das? Du Typ. Wie, dass man die Farbe geändert hat. War, glaube ich, nur beim allerersten Zelda auf dem NES, ne? So mit blauer Ring und roter Ring. Oder wird man hier auch mal, kriegt man hier eine andere? Man kriegt ja auch zwei andere Rüstungen. Ach, echt? Dann warst du nämlich doch noch nicht so weit, wie du eben behauptet hast. Ja, du hast doch gerade mein Safe State gesehen. Ja, also wie gesagt, man kriegt noch zwei Rüstungen. Man kriegt eine noch im Eistempel und eine im allerletzten Dungeon. Die bringt einem zwar effektiv dann nicht so viel, aber sieht halt schick aus. Rot-lila. Aha. Das sehen wir gleich alles. Sexy. Da, 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 da. So, durch hier. Alter, ihr wollt es nicht sehen. Sorry, aber ihr wollt es echt nicht sehen, wenn ich die Scheiße spiele. Wir sind ja schon durch jetzt hier. Wir sind ja, schon aber ja, jetzt. Und danach mache ich ja nochmal und das wollt ihr nicht sehen einfach. Ich, oh, das war. Das ist so behindert, wenn ich das gleich spiele. Das ist noch fehlen. Ja, aber wo ist bei dir das Problem? Das ist doch jetzt nicht so ich schnell. Ich kann es einfach nicht. Vergiss es einfach. Ja, aber. Vergiss es. Ich frage mich halt gerade wirklich, wo du da schwächelst, weil. Überall. Echt? Ja, vergiss es einfach. Ah, ich bin doch gerade so mal ja, grad du. Easy durch da. Ja, du bist auch überall mal reingelaufen und wenn du da schon ab und zu mal reinläufst, kannst du überlegen. Ja gut, ich bin jetzt in zwei der Löcher gefallen. Ja, überleg mal, wie oft ich dann mal, nein, überleg mal, wie oft ich dann da reinlaufen werde. Ja gut, ne? Die Sache ist halt wirklich, ich kenn's halt wirklich mehr wegen auswendig hier. Aber jetzt machen wir gerade noch den Endgegner durch hier und dann können wir uns dann mal hier den Versuch ansehen, wie du überlegst, es vielleicht zu tun. Oh jetzt, nein. Man sieht nur Kopfschütteln gerade. Ich übersetze das mal gerade. Trauma. Lustig, du kannst ja auch den Boris Becker machen, wenn du willst. Pass auf. Advantage Becker. Ja, es gibt viele lustige Möglichkeiten. Woran kann man denn jetzt noch erkennen? Warum macht er es denn andauernd richtig bei dir? Bei mir hat er immer so Fake-Scheiße gemacht. Ich hab ihm Fuffi in der Hand gedrückt, vorher gesagt, komm, mach mal richtig hier. Wieso bist du denn da stehen geblieben? Ich will jetzt rum, der Blitz. Was? Wieso mache ich denn das alles? Und ich lass mich da immer schön treffen. Tja. Aber wir haben halt. Wieso kannst du dabei stehen bleiben? Ja, warum nicht? Ich bin da mal ausgewichen, wurde schon in Kugeln getroffen. Tja, weil ich halt das auch mit dem Regenschirm mache hier, also mit dem Cape. Fangnetz. Ja, ein Fangnetz, whatever. Ein Regenschirm, ne? So, Blitz. Alter. So, und das war's. So. Moment, machen wir mal hier. Hast du jetzt auch... Ja, ich hab den Safe gewechselt. So, wir sehen uns wieder im nächsten Teil und dann seht ihr mal, wie man es verkacken kann. Tschüss.